Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Räuber oder Koch Bundle von KDMG, GPC und Donatello. So sieht das Ganze aus. Räuber oder Koch in Bundle Version. Wir haben hier einfach einen schlichten weißen Karton. So eine ganz normale Briefsendung. Und in diesem befindet sich das Bundle Räuber oder Koch. So sieht das aus. Das Ganze am 23. November, also vergangenen Freitag, erschienen. Und zwar haben wir hier ein Shirt, das Ganze in Folie. Den werden wir mal rausholen. So, also, wir haben hier mit dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticker. Dann die EP Räuber oder Koch und das angesprochene Shirt. Nachdem die EP noch eingeschweißt ist, werden wir diese mal aus der Folie holen. Am besten hier hinten zu öffnen. An der Schweißnaht das Ganze aufzumachen. So. Und zwar ist die EP hier in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Ich hätte es natürlich besser gefunden, wenn man das in einem Toolcase, Standard Toolcase oder Super Toolcase gemacht hätte. Aber ja, in dem Fall ein Digisleeve. Hier lesen wir oben Kalasch, Dadasch, Musik. Dann haben wir hier einen Herren mit Sturmhaube und einer Kochmütze. Dahinter diverse 500-Euro-Scheine und hier der Schriftzug Räuber oder Koch. Also rein von der Farbgestaltung feiere ich das echt. Dieses Schwarz, Weiß und Violett kommt echt gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir auf der EP 7 Tracks. Meines Wissens gibt es hier keine Features und diese 7 Tracks sind wirklich jeweils von diesen drei Künstlern, nämlich KDMG, GPC und Donatello. Gut, und hier unten haben wir noch die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So sieht dann die CD aus. Und zwar lesen wir hier ROK, also Räuber oder Koch. Und hier haben wir dann eine Glock. Und statt einem Magazin oder statt einer Verlängerung steckt dann hier so ein Schneebesen drinnen. Also das sehr bezeichnend für diesen Zwiespalt zwischen Räuber oder Koch. Dann haben wir mit dabei jede Menge Sticker. Und zwar haben wir einmal hier diesen Sticker, mein Ratten, also über diesen Shop war das Bundle erhältlich. Dann haben wir einmal hier von KDMG den Dadasch mit Verlängerung. So sieht das aus, auch hier noch mit Twitter und Instagram Account. Dann einmal ein Dadasch schießt und schweigt. Auch hier wieder Twitter und Instagram mit drauf. Und hier in dem Fall so das Ohr von KDMG, der seitliche Kopf, abgebildet. Natürlich, wie man ihn kennt, mit Waffe. Dann auch hier wieder die Dadasch Gang, also alles von KDMG. Dann haben wir hier noch 808 Musik, 808 Musik, so sieht das aus. Das ist meines Wissens von Donatello. Und dann auch nochmal von KDMG hier den Schützenverein Kalasch Dadasch Musik. Schießen und schweigen. Gut, und nach diesen zahlreichen Stickern kommen wir zu dem Shirt. Und dieses sieht so aus. Also wir haben ein schwarzes Shirt mit weißem Schriftzug, mit weißem Aufdruck auf der Brust. Und hier lesen wir dann so in abgehackter Schrift Räuber oder Koch. Neckprint haben wir keinen. Und was mich besonders freut, wir haben es hier zu tun mit einem B&C Collection. Und zwar ein B&C Exakt 190 und das Ganze in M. Wieso das? Man konnte die Größe frei auswählen und deswegen habe ich mich für meine Größe M entschieden. Und auf der Rückseite haben wir das Ganze noch im Detail. Wir haben hier 100% Baumwolle. Das kann man hier lesen. Hier 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt
mit dem weißen Aufdruck auf der Brust Räuber oder Koch. Das Ganze farblich relativ einfach gehalten in Schwarz und Weiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das mehr gefeiert, wenn das Violett, das auch im Artwork drin war, hier auch irgendwo auf dem Shirt noch zu sehen wäre. Schwarz-Weiß-Violett hätte mir besser gefallen. Allerdings kann man das auch so gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe konntet ihr damals frei wählen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticker mit dabei. Und natürlich die EP Räuber oder Koch, in diesem Fall im Digisleeve. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr KDM Shay, GPC und Donatello unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!